Bei drei Figuren, wo eine Dame dabei ist, mit wem ich ins Bett gehen möchte, ist natürlich schwer. Töten haben sie beide verdient. Besucher können eine kleine Zeitreise machen. Sie können eben von den Römern bis hin zu den wilden Schotten des 17. Jahrhunderts eigentlich alles Mögliche quer durch die Geschichte sehen. Man muss sagen, dass einmal die Location da ist. Das Wasserschloss Sandizell ist wahrhaftig eine wunderschöne Location. Der Park dazu bietet sich förmlich an, um ein mittelalterliches Spektakel zu veranstalten, auch wenn es ja ein Renaissance-Schloss ist. Dennoch macht es aber in der Tat wirklich Freude, hier zu lagern. Die Lagernden kommen sehr gerne. Die Besucher empfinden auch die Atmosphäre als doch sehr mittelalterlich. Man nennt uns Honor et Fides. Wir sind eine Schwertkampfgruppe aus dem Raum Dachau. Uns gibt es seit 2003. Wir versuchen, das Mittelalter so authentisch wie möglich darzustellen. Das fängt an bei der Ausrüstung und Ausstattung und hört bei dem Essen auf. Wir kochen an den Lagerstellen nur das, was es wirklich gab im Mittelalter. Und wir versuchen, wir versuchen etwas von dem, was wir im Mittelalter leben, in die Neuzeit mitzubringen. Also der Tag hat was Tolles und die Nacht hier, da verwandelt sich dann alles in so eine schöne mittelalterliche Schlossatmosphäre, so was Edles. Man fühlt sich wie in so einer anderen Zeit. Ich tanze schon sehr lange, ich mische auch verschiedene Tanzrichtungen in einen Tanz zusammen. Ich choreografiere Modern Dance mit Modern Oriental. Definitiv nein. Was hier dargestellt wird, ist sehr verklärt, lackiert, farbig, überstrahlt. Das Mittelalter war finster, war stinkend, war unsauber. Die Leute sind nicht viel älter als 35 geworden. Nee, definitiv nicht. Ich würde gerne im Mittelalter leben als Maus. Also als Ritter, den ich hier darstelle, als Mensch im Mittelalter eher nicht. Die Lebenserwartung, das ganze Leben, was wir heute kennen, hat ja nichts mit dem zu tun, was es damals gab. Das wäre sicherlich nicht das ideale Leben, was wir uns heute vorstellen. Wir zeigen hier eine idealisierte Form, natürlich ein Hoch auf das Rittertum, ganz klarer Fall. Aber man muss natürlich immer den Blick für die Realität bewahren. Nein, ich würde nicht gerne im Mittelalter leben.
Auftrag. Warum? Ja, ich denke doch, dass die mehr nach dem Richtigen streben und nicht nur die Macht im Sinn haben, sondern ja, eigentlich nur gegeben. Stark. Ich mag tragische Gestalten, die nicht durch und durch Arschlöcher sind. Deswegen definitiv House Stark. Eindeutig House Stark. House Stark hat Ideale, hat einen Begriff von Ehre und im Gegensatz zu den Lannisters sehr viel mehr als nur Geld. Oh Gott, das ist wirklich schwer. Bei drei Figuren, wo eine Dame dabei ist, mit wem ich ins Bett gehen möchte, ist natürlich schwer. Also, bin ins Bett, ganz klar. Einfach daran, weil es die einzige Frau hier ist von den dreien. Weil er schon Power hat wahrscheinlich, denke ich mal. Vielleicht hat er im Bett auch Power. Töten haben sie beide verdient, aber ihn hier und John Schnee weiß sowieso nichts, er kann vielleicht im Bett noch was lernen. Also heiraten würde ich wahrscheinlich ihn und sie würde ich auf definitiv köpfen, weil sie ist einfach eine blöde Nuss. Köpfen. Okay, noch eine Frage?